Gackernder Gecko! Romeo, nimm deinen Rummelplatz ein! Nicht mit uns! Die Max, jetzt nicht los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Los zum Katzenflitzer! Schnell zum Spiegel! Kabinett? Hey, wo ist der Rummelplatz? Und wo ist Romeo? Hey, seht euch das an! Bei meinen Schnurrhaaren! Seltsam! Bringen wir ihn zurück ins Hauptquartier und schauen, was er sonst noch kann! Nein, das könnte gefährlich sein! Lass uns nichts übereilen, Gecko! Es ist nur ein Spiegel! Was soll schon passieren? Ah! Puh, vielleicht war das keine gute Idee! Ihr habt keine Ahnung, Pigeon-Geziefer! Wir sind ganz stark! Wow, wow! Du entkommst mir nicht, Catboy! Super Bunte Dimple! Super Eulenfedern! Nimm dies und das und dies! Wow! Super Eulenflügel! Komm raus, egal wo du bist! Romeo, ich wusste es! Super Gecko Tarnung! Die einfachste Art, um die nervtötenden PJ Masks zu besiegen, ist, sie sich selbst besiegen zu lassen. Meine teuflische Spiegelerfindung brauchte einfach nur ein wenig von Geckos Superkraft. Dem werde ich zeigen, mich reinzulegen. Super Gecko Muskeln. Nein, was hat die Catboy nochmal gesagt? Nichts übereilen. Ich hab's. Jetzt. Ich weiß nicht. Ich schon. Als ich den Spiegel berührt habe, sind durch meine Superkraft die Mirror Masks aufgetaucht. Vielleicht können wir sie auf die gleiche Art auch besiegen. Arme PJs, gebt einfach auf. PJ Masks geben niemals auf. Du schon wieder. Super Kacko Muskeln. Nein! Gut mitgedacht, Gecko. Ich habe zuerst nachgedacht, wie du mir geraten hast. Was machen wir jetzt damit? PJ Masks! Ja? Boah, das war ein echter Albtraum. Endlich gehören die Superkräfte von Catboy mir. In meinem Traum versuchte der Bösewicht, mein Superkatzen-Tempo zu stehlen. Kannst du dich an das Gesicht erinnern, Connor? Denk nach. Oh, Nacht-Ninja wollte schon immer der Schnellste sein. Ja, je mehr ich versuche, mich daran zu erinnern, desto verschwommener wird es. Hey, das ist mein Keks. Wer war dieser schnelle Eiscreme-Dieb? Ich hab keine Ahnung, aber wir stoppen ihn besser, sonst wird nicht nur unser Nachtisch gestohlen. Auf geht's, PJ Masks. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Catboy! Gecko! Gecko! Super Katzen-Tempo! Huch, was ist jetzt los? Oh nein, mein Albtraum ist wahr geworden! Catboy, hat jemand dein Super Katzen-Tempo gestohlen? Sieht so aus. Lasst sie nicht damit entkommen. Auf geht's, Eulen. Nur müssen wir handeln. Schnell dem hinterher.
Super schnell zu sein hat ein paar tolle Vorteile. Zum Beispiel gratis Muffins. Ha! Hab ich dich! Oh nein! Ich hätte wissen müssen, dass du es warst, Romeo. Nein! Hey, diese Superkraft zu stehen war harte Arbeit. Unfair! Ihr nervtötenden Beaches ruiniert alles. Ich wollte doch auch nur mal super schnell sein. Schön, dass du wieder der Alte bist. Wartet kurz. Superkatzen-Tempo. So, jetzt ist es besser. Eigentlich ist dieser Keks wirklich sehr groß, oder? PJ Masks ruft laut, hurra, vorbei ist jetzt mit der Gefahr für den Nachtisch. Oh Mann, das dauert ja ewig. Wer braucht schon super Katzentempo? Was ich jetzt brauche, ist super Mathe-Tempo. Der war gut. Du schaffst das, Connor. Oh. Wow, wow, wow! Hey, die Superkraft! Oh, was war das? Es fühlte sich ein bisschen so an wie... Was ist passiert? PJ Robo, alles okay? Was? Die PJ-Superkraft-Kristalle sind verschwunden? Oh nein, ohne unsere Kristalle könnten wir unsere Superkräfte verlieren. Wir müssen sie zurückbekommen. Amaya hat recht. Außerdem könnte jemand mit der Superkraft aus den Kristallen ernsthaften Schaden anrichten. Auf geht's, PJ Masks! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Unglaublich! Nachtninja hat alle drei PJ-Power-Kristalle gestohlen! Schaut mal, weiter hat er es nicht gebracht. Er ist noch im Garten. Wir erwischen ihn sicher noch, wenn wir uns beeilen. Höchste Zeit für etwas Superkatzentempo. Oh nein! Nicht schon wieder! Extra Superkatzentempo! Extra Super Gecko Muskeln! Super Duper Eulenaugen! Hey, ich sehe Nachtninja da vorne und er hat die PJ Power Kristalle. Scheinbar lädt das Mondlicht die Kristalle und unsere Supermächte besonders stark auf. Aber zu viel Superkraft könnte die Kristalle beschädigen. Wir müssen sie zurückbekommen, bevor es zu spät ist. Bleib stehen, Nachtninja! Was machst du mit unseren Superkraftkristallen? Oh, ständig müsst ihr Peter Ungeziefer mir den Spaß verderben. Und dank der Superkraft der Kristalle musst du dich jetzt PJ Supermasks entgegenstellen. Super Eulenfedern! Das war sehr schnell. Aber nicht schnell genug, Eulette. Na dann, wie wär's damit? Extra Super Gecko Muskeln! Haha! Ich bin stärker als jeder von euch, PJ Ungeziefer! Selbst in eurer Supervariante! Nehmt dies und das! Netter Versuch, nach Ninja! Extra Super Katzentempo! Wow! Schaut euch das an! Ich wette, ich kann sie bis zum Hauptquartier zurückschleudern. Gecko! Nein! PJ Masks ruft laut, hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!
Das sollte ihre Aufmerksamkeit wecken. Mal sehen, ob wir PJs dem widerstehen könnten. Hey, was ist das? Oh nein! Das kann nichts Gutes bedeuten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ohren! Schnell, PJs! Hier lang! Das sieht eigentlich ungefährlich aus. Vorsicht, Catboy, wir wissen noch nicht, was es ist. Ja, es könnte gefährlich sein. Seht ihr, wie ich es euch gesagt habe, völlig harmlos. Puh, ich dachte, das könnte ein Trick sein. Wohl eher eine Falle. Romeo, was soll das? Mein Metamorpho-Laser bringt euch PJs endlich dahin, wo ihr hingehört. An die Leine. Damit wirst du nicht davonkommen, Romeo. Ah, wie kann ich meinen Freunden helfen, wenn ich ihn feststecke? Oh nein, Gecko, pass auf. Komm zurück. Zwei PJ-Ungeziefer erledigt. Fehlt noch eins. Oh nein, Catboy. Hier, Miezekätzchen. Weißt du, Robo wollte immer ein Kätzchen haben. Und nun erfülle ich ihm seinen Wunsch. Suchst du nach mir, Romeo? Super Katzen-Tempo. Hey, warte. Bleib doch stehen. Wow, wow, wow. Sieht aus, als wäre dir etwas schwindelig. Was, Romeo? Was? Mir? Nee, mir geht's gut. Oh nein! Ha, das sollte dich für eine Weile außer Gefecht setzen. Und das nehme ich. Vielen Dank. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Gruppenkuscheln! Mal sehen. Wo steht, wenn ich... Wow! Asteroiden sind unglaublich! Ja, es lebe die Wissenschaft! Mit dieser Asteroidenkraft hätten die PJ Masks keine Chance gegen mich. Asteroiden können eigene Monde haben. Ha, wer hätte das gedacht? Jetzt kann mich niemand aufhalten. Mal sehen, ob das klappt. Moment, was? Wo sind sie hin? Das kann nichts Gutes bedeuten. Schnell, Peter Mas. Höchste Zeit, ein Held zu sein. PJ Masks, zum Glück! Jemand hat meine mächtigen Asteroiden gestohlen! Wir wussten, dass Luna Girl nichts Gutes vorhat. Sie ist gerade mit deinen Asteroiden dorthin geflogen. Keine Sorge, Newton! Wir helfen dir, sie zurückzubekommen! PJ Masks, jetzt nicht viel los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Mal sehen, wie mächtig diese Asteroiden wirklich sind! Nicht so schnell, Luna Girl! Gib die Asteroiden her! Keine Chance, jetzt werdet ihr mich niemals aufhalten können! Super Eulenfedern! Super Katzen-Tempo! Ich habe genug davon, dass ihr PJs meine Pläne vermasselt! Super Gecko! Yeah. Hey!
unfair! Das ist mein Luna-Magnet! Gib ihn mir zurück, du gemeiner Asteroid! Nein! Dieser Stein hat all meine Superkräfte geklaut! Siehst du? Ich hab versucht, es dir zu sagen, Luna-Girl! Dafür werdet ihr büßen, PJs! Und du auch, Newton! Hier steht, ich brauche nur... Vielen Dank für eure Hilfe, PJ Masks. PJ Masks, ruf laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! PJ Masks, jetzt nichts mehr los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Gecko! Owlet! Es kommt mehr! Das klingt wie ein Monster! Kein Monster? Ein Dinosaurier! Oh. Gecko! Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen, ihr hattet solche Angst! Hey, es ist nicht nett, andere zu erschrecken. Ja, das ist echt gemein. Es war nur ein Streich. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ein Streich sollte nicht gemein sein. Ihr habt recht, es tut mir leid. Keine Streiche mehr, PJ versprechen. Frische Blumen? Bäh, zu hell und sonnig für mich. Wenn sie nicht nachts wachsen, dann sind sie nicht okay. Bei meinen Schnurrhahn, sie steht alle Blumen aus dem Park. Schletternde Schlangen, ich hab's doch versprochen, keine Streiche mehr, aber als wenn sie einem guten Zweck dienen. Okay, das ist der Plan. PJ Masks, jetzt nichts wie los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Wie kann man sowas nur mögen? Was war das? Motten, wart ihr das? Hallo, ist da jemand? Lichter und Action. Super Gecko Tarnung. Super Katzentempo. Ah, okay, behalte die Blumen. Ich bin raus. Mondbord. Ah. So, Entschuldigung nochmal, dass ich euch vorher so erschreckt habe. Kein Problem. Am Ende hast du das richtig getan und nur das zählt. Ein guter Einfall, durch einen Streich den Tag zu retten. PJ Masks, ruf laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. PJ Masks, jetzt nichts los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Gecko. Gecko. Kackernder Gecko. Was geht denn hier vor sich? Was meinst du? Flatternde Federn. Das muss eine Art Trick sein. Wer von euch ist der Toilette? Ich. Nein, du nicht. Ich bin's. Wie sollen wir wissen, wer die echte ist? Ich weiß, wir testen eure Superkräfte. Nur die echte Toilette hat alle ihre Superfähigkeiten. Los geht's. Super Eulenfedern! Super Eulenfedern! Super Eulenaugen, Super Eulenaugen. Thank you.
nichts. Ihr müsst die Stadt vom Bösewichten befreien. Anstatt hier eure Zeit verschwenden. Okay, PJ Masks, jetzt nichts wie los. Moment! Nur die echte Eulette sorgt sich mehr um das Wohl der Stadt als um sich selbst. Ja, wie eine echte Heldin. Ich bin eine echte Heldin. Sogar eine noch bessere. Romeo hat mich exakt so wie Eulette gebaut. Romeo hat dich gebaut? Ah, Robo-Eule! Oh Mist, ich hatte alle Superkräfte. Aber du kannst nun mal nicht vorgehen, meine Heldin wie Eulette zu sein. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Da! Super-Eulenflügel! Super-Eulenfedern! Oh nein! Danke, dass ihr mir geglaubt habt. Das war einfach. Es gibt nur eine Eule. Es sind nicht die Superkräfte, die dich zur Heldin machen, sondern dein Herz. PJ Masks ruft laut hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Man sollte dir eine Trophäe dafür geben, dass du die meisten Trophäen hast, Meister. Da hast du recht. Ha, diese ganzen Trophäen beweisen, dass ich der Beste bin. Nein, du bist der Schlechteste. Du hast diese Trophäen geklaut. Du musst sie zurückgeben. Ihr könnt mich nur dazu zwingen, wenn ihr mich fangt, PJ Ungeziefer. Oh, das wäre ich. Superkatzentempo. Warte. Wir brauchen einen Plan. Jetzt. Ja, Meister. Super Robotempo. Juhu. Hier drüben, kleines Kätzchen. Dank Robos neuer Turbofüße werdet ihr uns nie fangen. Super Eulenflügel! Nicht ganz Spatzenhirn. Super Gecko Muskeln. Da bist du mir wohl auf den Leim gegangen, Eidechsenbein. Erst so schnell, ich bekomme ihn nicht. Mein Super Katzentempo reicht nicht. Nein, hat er uns etwa besiegt? Nein, er kann zwar schnell rennen, aber du kannst schnell denken, Catboy. Gecko hat recht. Als Held kommt es nicht immer auf deine Superkräfte an. Wir brauchen nur einen Plan. Auf geht's, mickrige Masken. Fangt mich, wenn ihr könnt. Er ist schnell, aber nicht vorsichtig. Wir brauchen diese Fernbedienung. Du bist einfach zu schnell. Ich werde dich nie fangen. Ich gebe auf. Wirklich? Du gibst endlich zu, dass ich besser als ihr BJ Pappnasen bin. Super Gecko Tarnung. Ja, ich bin der Beste. Besser als die PJ Ungeziefer. Jetzt. Eulenflügelwind. Nein. Was macht mir dieser Knopf? Nein. Super Robo Tempo. Dafür werdet ihr bezahlen, PJ Masks. Vielleicht muss man nicht immer schnell rennen, um zu gewinnen. Genau, die Trophäe für das schnellste Hirn geht an dich. Neuen Federn! Katzenstreifen! Denkst du immer noch, du kannst mich schlagen? Deine Kräfte sind nichts im Vergleich zu meinen. Ja, zum allerletzten Mal. Es sind meine Kräfte. Meine! Und weißt du was? Ich hab sie wieder! Was? Wie bist du? Wieso ist mein Labor ausgeschaltet? Erst jetzt machtlos, Romeo. Bringen wir das kleine Genie endlich zur Strecke und zeigen ihm unsere Superkräfte in Gürteltier-Manier. Kraft ist gut, aber schlau zu sein ist deutlich besser. Und im Moment ist es wohl das Schlaueste, sich der Maschine zuzuwenden und nicht Romeo. Na gut, kleiner Freund. Ja, schalten wir endlich den Staubsauger des Verderbens aus. Das war knapp. Hey, hör auf, dich zu bewegen. Halt still, Vögelchen. Jungs, super Katzenstreifen. Ich glaube, hier ist Muskelkraft angesagt. Okay, nur das eine Mal. Bereit? Geh
Gebt mir meinen Staubsauger zurück, ihr Pyjama-Plagegeister! Hier, bitteschön! Nein! Roboter, hol mich hier gefälligst raus! Sofort! Klingt, als würde dein Meister dich brauchen. Hurra für Roboter! Das werde ich euch heimzahlen, habt ihr gehört? Nächstes Mal kriege ich euch! Scheint, als wäre alles wieder völlig normal. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Kräfteklauerei! Was? Ich habe Superkatzenstreifen! Woohoo! Was? Gecko-Schilde. Ich bin unbesiegbar. Super-Eulen-Federn? Wie cool. Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal krieg ich euch PJ Masks. Ja! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Wir stecken fest. Gar kein Gecko. Ich hol euch da raus. Keine Zeit. Die Klebeklatscher dürfen auf keinen Fall die Stadt überfluten. Du hast recht. Ich zeig denen jetzt eine andere Seite von Gecko. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Okay, versuch's nochmal. Ha, geht auch ohne Muskeln. Wow. Schnappt ihn euch! Obwohl ein bisschen Muskelkraft trotzdem hilfreich sein kann. Angelinus! Nicht gerade ein Eulensturzflug, aber für einen Gecko nicht übel. Ein kleiner Sprung für eine Katze, aber ein großer Sprung für die Eidechsen. Bleib bei dem, was du am besten kannst. Gecko! Was? Ha! Bleib du bei dem, was du am besten kannst. Nämlich gegen uns zu verlieren. Oh oh. Ja! Er hat's geschafft. Ja! Seht mich an. Ich bin nicht nur der Superstarke, hä? Absolut. Aber wenn du schon hier bist... Kein Problem. Super Gecko-Muskeln! Ihr habt recht. Der Berg ist was Besonderes. Er wird immer der Ort sein, an dem ich erkannt habe, dass ich mehr bin als nur Eidechsenmuskeln. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!